Ein sonniger Sonntagnachmittag im Garten. Naomi spielt mit ihrer Schwester Shira. Aber jetzt ist den beiden warm und Shira hat eine gute Idee zur Erfrischung. Im Gartenhäuschen liegt noch das Planschbecken vom letzten Sommer. Das blaue da. Das Planschbecken ist platt und zusammengefaltet und muss draußen erstmal aufgeblasen werden. Oh, was sind das denn für Tiere? Mit Zangen. Ohrenkneifer. Die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Guck mal, wie groß der ist. Nur was machen die eigentlich mit ihren Zangen? Da läuft ein Ohrenkneifer-Männchen im Tierfilmstudio. Männchen haben besonders große Zangen. Wir wollen rausfinden, was Ohrenkneifer damit machen. Unsere Ohrenkneifer suchen sich erstmal ein Versteck. Am liebsten sind sie in schmalen, engen Spalten. Licht mögen sie nicht so besonders. Und das ist ein Weibchen. Es hat eine kleinere Zange. Ohrenkneifer werden zwar auch Ohrwürmer genannt, sie gehören aber zu den Insekten. Sie haben 6 Beine und am Kopf 2 sehr lange Fühler. Und auf der anderen Seite vom Körper, da sitzt die große Zange. Könnte die Zange vielleicht beim Fressen helfen? Dieser Ohrenkneifer sucht Nahrung an einem Pflanzenstängel. Ohrenkneifer sind Allesfresser. Sie fressen Pflanzenteile und Reste davon und ab und zu fressen sie kleine Tiere. Solche zum Beispiel. Das sind grüne Blattläuse. Und da frisst der Ohrenkneifer eine Blattlaus. Aber die Zange benutzt er dabei nicht. Das ist ein Hundertfüßer. Der könnte den Ohrenkneifer fressen. Jetzt begegnen sich die beiden. Der Ohrenkneifer hebt die Zange über den Kopf und hält sie dem Hundertfüßer entgegen. Mehr macht er damit nicht. Wir täuschen mal einen Angriff mit einem Pinsel vor. Der Ohrenkneifer öffnet seine Zange, hält sie drohend Richtung Pinsel und läuft weg. Da sieht man nochmal gut, wie die Zange sich öffnet und wieder schließt. Zum Drohen und Verteidigen können Ohrenkneifer ihre Zangen ganz gut gebrauchen. Vielleicht gibt es aber noch einen ganz anderen Grund, warum Ohrenkneifer Zangen haben. Wir fahren an den Niederrhein zu einem Institut für Bionik. Das ist es. Bionik-Studenten lernen hier, wie man Entdeckungen aus der Natur in der Technik verwenden kann. Das ist das Bionik-Labor. Und hier trifft Elmar Ohrenkneifer-Expertin Julia. Julia hat eine echte Überraschung für uns. Sie zeigt uns diese Fotos. Das sind auseinandergefaltete Ohrenkneiferflügel. So sehen die aus. Ohrenkneifer sollen Flügel haben? Das können wir kaum glauben. Wir hatten ja keine am Ohrenkneifer entdeckt. Wo sollen die denn da bitte schön sein? Zum Glück hat Julia echte Ohrenkneiferflügel, die sie uns zeigen kann. Da auf den Glasplättchen, schön auseinandergefaltet. Julia nimmt sich so ein Glasplättchen und legt es unter das Mikroskop. Noch ein bisschen einstellen. So sieht ein Ohrenkneiferflügel aus. Wie ein kleines Kunstwerk. Und wie faltet der Ohrenkneifer diese Flügel auseinander? Das macht er mit seiner Zange, aber nur sehr, sehr selten, weil er fast nie fliegt. Julia hat aber eine Überraschung für uns. In einem Reitstall, aber nicht bei den Pferden. Julia will zum Misthaufen. Im Pferdemist leben sehr viele kleine Tiere, auch Ohrenkneifer. Julia zeigt uns, wo wir suchen müssen. Wir suchen eine besondere Ohrenkneiferart, den kleinen Ohrenkneifer. Der fliegt nämlich häufiger als der normale Ohrenkneifer und der liebt Pferdemist. Elmar sucht mit einer Schale und Julia mit einem großen Plastikdeckel. Vorsichtig wird alles ausgebreitet. Elmar schüttelt die Schale mit dem Sieb. Nein, wieder kein Ohrenkneifer drin. Und Julia sucht geduldig weiter. Da ist er. Der Ohrenkneifer ist sehr schnell. Elmar muss ihn mit dem Schlauch ins Glas saugen, bevor er weg ist. Hast du ihn? Ja. Da ist der kleine Ohrenkneifer. Julia freut sich und ist ziemlich sicher, dass er fliegen kann.
Also nichts wie ab damit, zurück ins Tierfilmstudio. Der Ohrenkneifer ist noch kleiner als eine 1-Cent-Münze. Er putzt seinen Kopf und die Fühler. Von den Flügeln auf dem Rücken sehen wir nichts. Da sind nur zwei kleine Schuppen zu erkennen. Jetzt wird's spannend. Mit einem Pinsel schubsen wir den Ohrenkneifer auf ein kleines Ästchen. Von da soll er losfliegen. Er läuft erstmal aufgeregt umher und betastet alles mit den Fühlern. Und da kommt etwas am Rücken raus. Da nochmal. Der Ohrenkneifer hat wirklich Flügel. Er versucht, sie aufzufalten, aber es klappt nicht so richtig. Jetzt versucht er es nochmal. Achtung! Und weg ist er. Und jetzt das Ganze nochmal in Zeitlupe. Da klappt etwas nach oben und jetzt streicht er mit der Zange unter die durchsichtigen Flügel und streift sie auseinander. Er schlägt kurz mit den Flügeln. Jetzt streift er sie nochmal und fliegt weg. Das ist ein Papiermodell vom Ohrenkneiferflügel. So ist der Flügel gefaltet. Ganz schön kompliziert. Das Aufspannen funktioniert wie bei einem Schirm. Der muss einrasten, damit er aufgespannt bleibt. Genau wie die Flügel beim Ohrenkneifer. Erst klappen die Flügel raus und dann streift er sie mit der Zange auseinander, bis sie einrasten und aufgespannt stehen bleiben. Das klappt nicht gleich so richtig. Jetzt ist der Flügel aufgespannt. Jetzt noch der andere. Kurz testen. Und wegfliegen. Ein Ohrenkneifer hat seine Zangen also nicht, um jemanden in die Ohren zu kneifen, sondern er kann damit seine Flügel entfalten. Und wenn ihr Ohrenkneifer mal da entdeckt, wo sie euch stören, zum Beispiel in den Falten vom Planschbecken, dann macht es wie Shira und Naomi. Schüttelt sie einfach raus. Vor Ohrenkneifern muss man keine Angst haben.